Können wir hier rein? Ja, wir können. Reden. You will need weapons and armor to enter the temple. Okay. Also, lasst sehen, was ihr zu bieten habt. If you want the edge in combat, get your equipment enchanted. Der sieht aber cool aus, finde ich. Raquili. Hübsches Design. Können wir hier jetzt massiv was reinbuttern? Wir haben aber nicht so viel Geld. Ne, können wir nicht. Gut. Wir brauchen wieder mehr Mula. Was verkauft ihr denn? Weapons and armor of the highest caliber. Das bauten alle. Ist aber auch ein bisschen schade, dass die Schmiede halt alle so ziemlich dasselbe haben, ne? Aber ist vielleicht auch meckern auf hohem Niveau. Warum? There are depraved creatures in the temple. They are a sign from the gods. Okay. Na dann. Das Zeichen der Götter. Einmal rein hier bitte, danke. Shadanimo. Lass mich hier erstmal umgucken hier. Okay. Die haben so zeltmäßige Eingänge. Und dann geht's runter. Obwohl alle Bauten von denen so sind. Auf jeden Fall ein massives Lager hier. Warte mal. Kisten zum Verschieben. Glaube ich. Müssten so eine Kisten sein. Okay, aber sie kann die auf jeden Fall, wie scheint, nicht verschieben. Dann müssen wir, wenn, dann wohl mit Tell zurückkommen. Ne, sie kann das nicht. Okay, muss ich mir eventuell mal merken. Beim Schmied hier in Shadanimo, dass ich hier unten Sachen verschieben kann. Okay, das war der Schmied. Ich will halt alles entdecken. Gehen wir mal erstmal hier lang. Ich will nichts verpassen, ey. Wow, 10 Gulden, wow. Aber der Lohn für einen Soldaten ist 1 Gulden pro Tag, das wissen wir ja noch. Was nicht gerade die Welt ist, wenn man bedenkt, was die Sachen hier alle so kosten. Okay, da geht's nicht lang. Können wir hier rein? Jo, wir können. Campos Hütte. Na, guck mal. Da haben wir schon mal eine Kiste. Ein Schleifstein. Eine Werkbank. Godzilla. Das sieht schon ein bisschen aus wie Godzilla, ne? Gojira. Ein ausgestopften Adler. Oh. Ein geschnitzten Bären oder sowas. Ja, von hier hat er ein Bärengesicht. Eine dicke Keule. Und... Hä? So hat er doch eine Adlerfratze. Wait. Ah nee, das ist die Keule, das täuscht. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber ihr werdet mir recht geben, wenn man so guckt, das sieht, wenn man blöd guckt, aus wie eine Adlerschnabel. Surprises and surprises. 100 Gulden, das ist schön. Das hier fällt. Das hier fällt mal, wa? So, was haben wir hier? Schönes Bett, nice Bettwäsche. Ersatzdecken. Irgendwie ist das cool mit den Zelten und so. Wow. Das steht da so blöd, dass man es übersehen könnte und dann ist da nicht mal was drin. Aber ist auch meckern auf hohem Niveau. Vielleicht. Eventuell.
Habe ich den nicht gerade schon zerstört oder habe ich den übersehen oder ist der schon respawned? Ich weiß es nicht. Okay. Dann geht's augenscheinlich hier hoch. Und in irgendeine Höhle. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich hier runter will. Sieht aus wie eine Arena, in der man sich duelliert. Ich gehe mal runter. No risk, no fun. Nein, runter sollst du. Hä, was machst denn du da, Fräulein? Hä, ne, ne, ne. Hä? In welche, hä? Warte mal. Ja, aus irgendeinem Grund habe ich gerade, glaube ich, falsch rumgesteuert. Okay, alles gut. Sieht halt wirklich aus wie eine Arena. Vielleicht wird das gleich noch relevant. Ich weiß es nicht. So. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Da ist der Schmied. Genau, da waren hier noch die zwei Kollegen. Only those sent by Carrick Lore are allowed in the temple. Alles klar. You are welcome here as a friend of the Shadani. Ja. Warte mal, da will ich glaube ich noch gar nicht hin. Oder doch? Nee, ich glaube nicht. I know that face. You are the princess. Have you come here to fight? Eventuell. Ja. Könnt ihr mir Rat geben? Listen well. We call the creatures in the temple Arcanites. You may know them as a type of lightspawn. They are fast and vicious, but they are not invincible. Okay. Wo geht es denn zum Tempel? The temple is located at the far side of the village, beyond the yellow flag. The village elders you can find beyond the red flag. Beyond the red flag. Ist sonst noch jemand hier vorbeigekommen? Two men came by not long since. They probably visited Carrick Lord, the village elder, before being allowed into the temple. Okay. So, die Info haben wir. Hatten wir uns schon? Hail, friend. Ja, dich hatten wir schon, Akryl. Alles klar, Akryl. Leb dein Leben, Akryl. Oh. Nikinis Gasthof. Hallo. Warum hast du steife Nippel? Erzähl mal was. My house is yours, friends. I am Nikini. Hallo, Nikini. Habt ihr vielleicht ein Zimmer? Gut zu wissen, dass das hier geht. Wollen wir jetzt aber gerade nicht. Aber gut zu wissen, dass das hier geht. Kann ich die Leiter... Warte, was? Da ist die Kiste. Da, okay. 50, immerhin. Dürfte mir eine Übernachtung gesichert haben. Können wir da hoch? Wollen wir da hoch? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, wir können auch nicht. Weil das hier im Weg steht. Okay. Gut. Gut zu wissen. Hier ist das Gasthaus. So, dann einmal hier lang. Grüner Eintopf. Riecht komisch. Sind auf jeden Fall lustige Fische drin. Einatmen. Okay. Einatmen des Duftpulverrauchs stellt alle FP wieder her. Oh. Drogen. Gute Drogen. So. Dann gehen wir hier mal rein. Alles schön erkunden. Opal-Zelt. Hallo, Opal. Hast du hier irgendwas für uns versteckt, Opal? Oh, schicki. Ich glaube, Opal hat für uns nichts hier drin im Häusle.
Außer ein gutes Gespräch vielleicht. Excuse me, my poor son Balon has perished in the fight for the temple. Okay, das ist nicht cool. Es tut mir leid. Thank you for your sympathy. I have been collecting supplies for him, but I guess he won't need them now. Here, maybe you should have these. We must never give up the fight. Heilende Salbe. Okay. Viele sterben in diesem Krieg. Weitere werden folgen. Ja, das möchte ich sagen. He was a brave and dutiful son. The way you talk makes me sound like little more than a statistic. Boah. Ja, sie hat aber irgendwie recht. Sie hat ja doch irgendwie recht. So. Dich hatten wir schon, ne? Du bist doch... Hail, friend. Genau, Acryl. Tschüss, Acryl. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Okay, da war nichts drin. Okay, gut, dann haben wir hier alles soweit erkundet. Da waren wir beim Thron, ja. Hier geht's geradeaus. Hier sollen wir vermutlich hin, oder? Na, Wache? We keep the village safe, but there will always be trouble in the temple. Always trouble in the temple, na dann. Werden wir das wohl lösen müssen, das Problem. Saphir-Elixier mitgenommen zur Heilung des magischen Zustands, Verlangsamung. Gulden, auch sehr schön. $25, auch nice. Dann gehe ich mal hier rein. Dieses CD-Ladesymbol, ne? Das macht mich fertig. Jedes Mal aufs Neue. Karik Lorselt. Da ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Kiste, die wir einfach mal öffnen werden. Oh, ein ausgestopfter Kopf von irgendwas. Bücher. Ja. Ich weiß, ich bin unhöflich, aber erstmal Kiste. So. Oh, Presents. 100. Also Geld kriegt man schon gut, glaube ich, aber irgendwie dann auch wieder nicht. So. Welcome. We are all grateful that Illumina has finally heard our call. Sending you is a great honor indeed, Princess. Der sieht auch irgendwie cool aus, hat was. Dieser Kobra-Mann. Sind welche von meinen Freunden vorbeigekommen? Your friends are already at the temple entrance with Boogie. Okay. Take this spear as a sign that you are welcome to fight alongside our warriors in the temple. Ja, thank you. Jagdspeer mitgenommen. Okay, und neuer Auftrag, aber er hatte noch andere Sachen zu erzählen. Sagt er was anderes? Nee. Okay, was könnt ihr mir über Buki erzählen? Buki was orphaned many years ago, when a great plague swept through this land. However, due to Malik's instruction, she will be one of our greatest warriors. Okay. Ja, gut. So, zeig mal Speer. Haben wir den als Waffe? Naja, nee, das sind unsere Waffen. Bei Rüstung logischerweise ja auch nicht. Bei Gegenständen macht keinen Sinn, wenn dann hier... Ja, das ist ja der Jagdspeer. Okay, Zeremonienspeer des Shadani-Stamms. Der von den Anthropomorphen gern als Freundschaftspfand verwendet wird. Nur die Schamanen des Stammes haben das Recht, Fremden einen solchen Speer zu überreichen. Ich sag ja, die Welt hat theoretisch so viel zu bieten. Ein Sudeki 2 gab's aber, soweit ich weiß, nie, ne? Oder? Nee. Ich glaube, das hätte ich bemerkt. Erstmal hier wieder Glocke läuten.
Klingeling. Gut. Dann einmal hier rein, wenn es geht. Na, Fußzelt. Ich finde auch gut, dass sie immer quasi den Namen direkt wissen. Aber das ist wahrscheinlich nur so für uns Spieler, falls wir irgendwie Nebenquests haben oder so. There must be someone with the will to fight left in this village. Wo sind die ganzen Krieger? Many have turned away from the struggle. Those of us left are on our last legs. Wo ist der Rest des Shadani-Stamms? The weak-minded fools think they will be safe if they simply run away. But this is the start of something big. Mhm. Gut. Dann wissen wir ja Bescheid. Danke dir. Und ansonsten, du hast auch nichts für uns, ne? Ich guck noch mal schnell. Nope. Ne, da kann ich nichts zerstören oder ähnliches. So. Wer bist du? Hello there, I'm Tamista. You'll have to excuse me. I'm very busy cooking. My goodness, do these warriors eat? I don't know where they put it all. Puh, sowas ist jemand? Cheeky scamp. I'm a very good cook, I'll have you know. Okay, wenn du das sagst. Hm. Was kocht ihr denn Leckeres? Fresh fish and spider ducks. It's for a powerful potion. I need a few more ducks, though. I don't suppose you could find me some more, could you? Okay, Spinnenröhren. So, Nebenquest. Nebenquest. Alles klar. 25 Gulden. Elixier. Einmal gar nichts. Oh, eine Kiste, aber da muss ich von der anderen Seite dran. Sehr schön. Ja, dann mal rein hier. Malik-Zelt. Boah, mächtiger Malik-Melik. Mächtig. Melik wahrscheinlich auch. Mächtiger Melik-Melik. So, erstmal kicken hier. Ein komischer Stuhl oder sowas. Regal. Eine Lampe oder sowas in der Art, oder vielleicht auch einfach nur Deko oben. Er sieht auch aus wie I like Moana and I love you guys. Okay, reden wir mal mit ihm. I am Malik, Elder of the Shadani people. Stay a while and I will explain more about our history. Okay. Was könnt ihr mir über die Shadani erzählen? Our ancestors knew the world of Sudeki would be destroyed if Haigo was allowed to rule. Was könnt ihr mir über die Akoniten erzählen? They come in many forms and have many names. They are a sign that the world is in terrible danger. Is in terrible danger. Okay, das war leider schon alles, was er uns erzählt. Schade. Wie gesagt, ich hätte mir mehr erhofft. Ich muss sagen, ich mag die Welt. Schade, auch da können wir die Leiter nicht hoch. Ist nur ein Deko-Element quasi. Warte mal. Ist hier noch im Eingang irgendwas für uns versteckt? Nein. Damit kann ich auch nicht interagieren? Nein, okay. Okidoki. So, dann haben wir soweit alles erstmal bis hier erkundet. Dann werde ich wohl den langen Pfad da lang gehen können jetzt. Wo ich gerade halt noch nicht lang gelatscht bin. Hier halt lang. Wo war das Speicherding? War das weit weg?
Hier. Ich speichere nochmal just. Wegen den ganzen Kram, den wir jetzt bekommen haben, quasi. Okay.